schauen. Und auch, wenn man bei uns jetzt schaut, wie viele Frauen vergewaltigt werden und wie viele Frauen aus dieser Vergewaltigung dann auch wirklich zu der Polizei gehen und sich melden, weil sie ein Schamgefühl haben. Sie schämen sich für das, dass sie vergewaltigt worden sind. Also kann etwas auch mit unserer Gesellschaft nicht stimmen. Weil du musst dich als Letzte schämen. Wenn du vergewaltigt worden bist, dann soll sich der Täter soll sich schämen und der soll bitte weggesteckt werden. Auch schon nur, was man für eine Strafe bekommt für eine Vergewaltigung in der Schweiz, ist lächerlich. Und dass es kann verjähren, oder? Genau, und das Ding ist ja, sorry, aber wenn ein Mann eine Frau vergewaltigt, dann hat er offensichtlich irgendwo eine Schraube locker im Hirn und gehört nicht auf freiem Fuß in unserer Gesellschaft. Und dass er für das, ich weiss jetzt 2 Jahre oder irgend so etwas bekommt, ist für mich eigentlich ein Affront und ist eine Respektlosigkeit, die für mich null Sinn macht. Und auch, dass teilweise die Frauen, die dann den Mut haben, zur Polizei zu gehen, dann von der Familie, vom Umfeld, auch, habe ich auch schon gehört, von Polizisten selber. Was hast du denn angehabt? Das geht dich nichts an, was ich angehabt. Und wenn ich Vögli Blut durch die Stadt Zürich renne, gibt das Recht dazu. Immer noch nichts Recht, an einem Mann mich zu vergewaltigen. Mhm. Und das muss man, glaube ich, einfach. Wir haben mal darüber geredet, das sollte man vielleicht bei den Schulen von klein auf wirklich die Kleinen anfangen. Irgendwie informieren und sensibilisieren, ja. Weil der Mann halt biologisch gesehen stärker ist und dass die Stärke auch eine Verantwortung ist, statt dass man die missbrauchen tut. Mhm. Oder? Und das muss von klein auf passieren, weil uns verändert man sie wahrscheinlich auch nicht mehr. Oder? Aber das wäre zum Beispiel mal eine Idee, dass man die jungen Buben und die jungen Mädchen von klein auf wirklich sensibilisieren würde, auf was da eigentlich abgeht. Melanie, noch eine Abschlussfrage an dich. Das ist